Mittelpunkt dieses Familienfestes, das die Gemeinde zusammen mit der Wasserrettung Ortsstelle Altenmarkt veranstaltet, stehen eindeutig die Kinder. Der Wettergott erbarmt sich, hält den angekündigten Regen zurück und so ist das zweite Familienfest an der Enns wieder gut besucht. Und die verschiedenen Stationen werden auch gerne genützt. Ein besonderes Erlebnis ist die Bootsfahrt auf der Enns. Und hier ist Vorsicht geboten. Dass man nicht die Paddel auslässt, sonst schwimmt man es davor und nachher ist es auch blöd. Beeindruckend sind auch die Modellhubschrauber und wie der Pilot das Fliegen der unterschiedlichen Modelle beherrscht. Es ist jetzt Modell anders. Es gibt Disziplinen, der eine dort nur ganz schön schwebt, der andere dort ganz schnell fliegen, der andere ist knackig, der andere ist ganz rund, dynamisch zum Fliegen. Es ist ganz, ganz verschieden. Heuer ist auch das Bundesheer mit einigem an Gerätschaften dabei. Wir stellen im Prinzip unsere Gerätschaften aus, weisen die Leute ein, was wir damit alles machen können. Von unserer Seite her ist ein sehr großes Interesse, dass man der Bevölkerung das zeigt, was wir haben und vor allem, was wir damit machen können für Österreich. Heute ist man oft Stress und Druck am Arbeitsplatz ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit der Familie seine Freizeit zu verbringen. Es passt total gut. Die Leute sind da. Wir haben viele Stationen aufgebaut, dass wirklich für die Kinder und für die Familien was los ist. Ich glaube einfach, das Zusammenkommen wieder mal, jeden sehen, gemütlich was essen, was trinken, ratschen in der Natur. Das Ganze, was da gemacht worden ist, ist ja perfekt für ein Fest. Das passt wunderschön. Solche Veranstaltungen sind natürlich optimal, dass man wieder mal gemeinsam im Familienverband einfach was tut. Die Wasserrettung ist nicht nur für die Verpflegung zuständig, sondern kommt auch ihren Aufgaben nach. Wir sollten ja eigentlich präventiv die Kinder im Schwimmen unterrichten. Das heißt, die Familien kommen zu uns, melden sie. Wir lernen den Kindern das Schwimmen. Und das passt natürlich optimal. Wir bringen die Kinder vor der Straße und das sollte man eigentlich tun. Ich denke, das ist auch wirklich wichtig, dass man für die Familien was tut und das ist uns auch als Gemeinde wichtig. Nichts Schönes gibt es nicht, wenn die Familien da sind und sagen, die Kinder freuen sich, die Familien sind happy. Finde ich super, wenn was da wird für Familien. Eva, du bist heute ganz schön geschminkt. Was bist du da? Schmetterling. Die neue Enns-Verbauung hat sich im Raum Altenmarkt als Naherholungsgebiet erwiesen, was nicht nur die Verantwortlichen sehr erfreut. Es schwingt immer noch die Freude mit, dass einfach wirklich das so gelungen ist, die Enns-Verbauung. Und das genießen wir. Unter einem Jahr sind die Leute auch bei der Enns da als Freizeitbegegnungsstätte. Absolut eine positive Geschichte ist das geworden bei uns. Ja, wir fahren schon gerne am Nachmittag einmal um, Mineral und ein bisschen spülen am Wasser, nutzen wir schon, ja. Und die Musik von Sepp und Helle machen das Familienfest an der Enns zu einem perfekten Sonntag. Ja.